gibt es Pilzpfanne und das sind die Hände von Knut. Ja, zwei und das ist einer von den vielen Körben von Knut. Die hat er irgendwann mal bekommen. Das sind Dieselabgase von Knuts VW. Doch wir sagen, zu Fuß in den Wald. Genau, das sind die Füße auf dem Waldboden von Knuts Fußdubel. Ja, man läuft vorbei und ruckizucki trifft man sogar auch schon die ersten Pilze. Ja, da ist einer. Genau, der steht in der Sonne. Versteckt. Da ist ja noch ein Pilz. Noch einer, ja. Kann man aber auch nicht essen. Da muss man also immer ganz genau hinschauen. Ja, noch einer. Genau, das reicht langsam. Genau, es sind viele Pilze da. Ja, genau, das haben wir gesehen. Es sind viele Pilze. Es reicht jetzt. Genau, Ende. Ja, ja, da ist noch, ich halte es nicht mehr aus. Ja, noch ein Pilz, langweilig. La, 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 la. Genau, da ist also noch ein Pilz. Und um die richtigen Pilze zu finden, muss man natürlich auch einen geheimen Ort kennen. Einen Geheimort, nämlich Knuts Geheimort. Aber wo ist der? Ja, da gehen wir erstmal einen unsichtbaren Weg entlang. Genau. Und, da ist wieder das Handdubel von Knut. Das ist nämlich Else, die eigentlich Jana heißt, aber nicht so genannt werden möchte. Genau. Vorsichtig rausdrehen den Pilz, ganz vorsichtig rein in den Korb. Genau, jetzt gehen wir einfach ganz gemütlich weiter mit dem Korb. Genau, und da ist noch ein weiterer. Das sind also, genau, die richtigen. Die haben wir gesucht für die Pilzpfanne. Weiter geht es, genau, der Korb ist schon fast voll. Doch es soll sich ja lohnen. Da ist der nächste Pilz, rein damit in den Korb. Und immer schön Vorsicht vor Raubtieren, ja, auch im Garten natürlich. Und natürlich Vorsicht vor Pilzen, die vielleicht gar keine sind. Genau, das ist nämlich kein Pilz. Ne? Gut, der Korb ist voll, wir gehen in die Küche, langsam, genau, dann nicht vergessen, Herd an. Genau, den stellen wir diesmal auf 6, so, mit der Hand von Knut. So, Knut schiebt die Pfanne rauf, ja, und Pilze rein in die Pfanne, ganz wichtig. Verschiedene Pilze, ruhig international Pilz, Pfanne ist angesagt. Genau, da passt noch einer rein und noch einer. Einer passt noch rein, genau. So, jetzt lassen wir das Ganze 7 Minuten auf dem Herd, dann könnte die Pilzpfanne fertig sein. Ne? Und geschafft, da ist nach 7 Minuten das Produkt. Dann greifen wir hinzu, ja, einmal trinken. Das schmeckt besonders gut. Fertig. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und wir wünschen allen, die heute Geburtstag haben, zum Beispiel Olaf, einen schönen Geburtstag.